Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen 10-minütigen Workout, um deine Beine zu straffen und zu definieren. Wir brauchen für dieses Workout Zusatzgewichte. Schnapp dir entweder Kurzhanteln, Kettlebells oder auch gerne vollgefüllte Wasserflaschen. Und wenn du hast, ein Bootyband. Dieses Workout ist Teil meiner kostenlosen 28 Tage Get Strong Challenge. Das kostenlose Workout-Programm, um weibliche, schlanke Muskeln aufzubauen, ohne dabei wie ein Hulk auszusehen. Alle Informationen und den Link zum kostenlosen Trainingsplan packe ich dir unten in die Videobeschreibung. Damit du das Beste aus deinem Training rausholst und so schnell wie möglich die ersten sichtbaren und spürbaren Erfolge erreichen kannst, power dieses Workout unbedingt im Rahmen der kostenlosen Get Strong Challenge durch. Bevor wir loslegen, lass diesem Video nur deinen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal, schmeiß dir in dein gemütliches Sportoutfit, schnapp dir deine Kurzhanteln, roll dir deine Matte aus und ich würde sagen, wir legen los. Let's go! Wir starten mit Half Squats, um damit unsere Oberschenkelmuskulatur und unsere Gesäßmuskeln aufzuwecken. Nimm da dafür gern dein Bootyband und deine Kurzhantel gern auf Höhe deiner Brust. Stell die etwas mehr als schulterbreit auf, rotier deine Fußspitzen etwas nach außen, drück deine Knie nach außen und komm dann über 90 Grad und mit der Kraft deines Gesäßmuskelns wieder nach oben. Aber nicht komplett, sondern bleib tief, sodass du die Spannung im Gesäßmuskel spürst und beibehaltest. Stell dir immer vor, dass die gesamte Arbeit deine Hüfte übernimmt. Sehr gut. Die letzten 15 Sekunden, ein paar Wiederholungen machen wir noch. Bleib dran. Und absetzen. Gut gemacht. Schlüpf aus deinem Bootyband raus, legst zur Seite und nimm da gerne deine zweite Kurzhantel zur Hand. Wir machen weiter mit Single Leg Deadlift und bringen dafür unser linkes Bein nach vorne. Dein rechtes Bein ist etwas nach hinten durchgestreckt, aber trotzdem leicht gebeugt. Die ganze Spannung und der ganze Fokus liegt auf dem vorderen Bein, also auf deinem linken Bein. Komm jetzt mit einem geraden Rücken entlang deiner Oberschenkelmuskulatur mit deinen Kurzhanteln nach unten und drück die dann mit der Kraft deiner Oberschenkelrückseite wieder nach oben. Du bist dann richtig, wenn der Rücken gerade ist, dein Bauch auf Spannung bleibt und du die perfekte Balance aus Dehnung und Kontraktion in deiner Oberschenkelrückseite spürst. Sehr gut, nur 10 Sekunden, bleib dran. Nur 3, 2, 1 und absetzen. Gut gemacht. Halt deine Kurzhanteln in beiden Händen, schieb deine Schulterblätter nach hinten unten, spann deinen Bauch an und komm dann mit deinem rechten Knie in Richtung Matte nach unten und drück die dann mit voller Power aus deinem linken Bein und deinem linken Gesäßmuskel wieder nach oben. Du darfst mit deinem rechten Knie ruhig die Matte berühren, aber versuch die gesamte Spannung in deinem Unterkörper aufrecht zu halten. Sehr gut, lass da Zeit bei der Ausführung, langsam und kontrolliert, damit du auch wirklich die Spannung in deinen Beinen und in deinem Gesäßmuskel spürst. Sehr gut, durchatmen. Wir wechseln die Seite und machen weiter mit Single Leg Deadlifts, diesmal mit dem rechten Bein vorne. Selbe Ausgangsposition, der Rücken ist gerade, Schulterblätter nach hinten unten ziehen, dein linkes Bein ist diesmal etwas nach hinten, aber die gesamte Spannung ist auf deinem vorderen Bein. Und acht zusätzlich darauf, dass deine Kurzhanteln entlang der Oberschenkelmuskulatur bleiben. Du machst es super. Halfway there. Ja, gut, gerader Rücken. Und nur 3, 2,
Eins und absetzen. Gut gemacht. Halt die Kurzhantel nochmal in beide Hände. Komm nochmal in den tiefen Ausfallschritt. Diesmal mit deinem rechten Bein nach vorne. Verlagere dein Gewicht nach vorne. Und komm dann kurz bevor du mit deinem Knie die Matte berührst nach unten. Und drück die dann mit der vollen Kraft deines rechten Beins wieder nach oben. Korrigier die immer wieder selber, zieh deine Schulterblätter nach hinten unten, drück die aus der vorderen Ferse hoch und spür die Spannung in deinem Unterkörper. Du machst es super. Halfway there. Und absetzen. Yes, gut gemacht. Wir machen weiter mit rumänischem Kreuzheben und trainieren damit nochmal ganz gezielt unsere Oberschenkelrückseite. Diesmal aber auf beiden Seiten. Nimm da, wenn du bereit bist, beide Kurzhanteln in deine Hände. Dein Handrücken schaut nach vorne und komm dann in einem geraden Rücken nach unten, indem dass du deine Knie leicht beugst. Spür die Dehnung und drück die dann mit der vollen Kraft aus deiner Oberschenkelrückseite wieder nach oben. Nimm zusätzlich deine Schulterblätter mit und schau drauf, dass dein Bauch wieder auf Spannung bleibt. Halfway there. Sehr gut, arbeit mit deiner Atmung, komm tief, atme ein, halt am untersten Punkt an und drück die dann hoch und erst am obersten Punkt atme wieder aus. Three, two. Und durchatmen. 20 Sekunden Pause, bis wir mit Plié-Squats weitermachen. Komm dafür in einen breiten Stand, rotiere deine Fußspitzen gezielt nach außen, dreh deine Knie nach außen und komm dann über 90 Grad in die Kniebeuge. Damit trainieren wir ganz gezielt die Oberschenkelrückseite. Ich glaube, eine der größten Problemzonen für uns Frauen. Du darfst aber wissen, dass du an dieser hartnäckigen Stelle nur dann Fett verlieren wirst, wenn du auch deine Ernährung umstellst. Anfang 2024 öffnen die Tore zu meinen Ernährungsmethoden und Anfang 2024 öffnen dann auch die Tore zur neuen Get Strong Ernährungsmethode. Ich packe dir alle Infos in die Videobeschreibung. Sehr gut. Acht auf den geraden Rücken, zieh deine Schulterblätter nach hinten, drück deine Knie nach außen. Du machst es super. Bleib dran. Und nur 3, 2, 1 und lösen. Gut gemacht. Aber wenn unsere Oberschenkelinnenseite jetzt schon ordentlich brennt, wir bleiben nochmal ganz gezielt an diesem Bereich dran und machen weiter mit Plié Squat Hold und kombinieren zusätzlich eine Übung für unsere Waden. Ich finde, schöne definierte Waden, die haben schon was und deswegen bauen wir zusätzlich noch Heel Lifts ein. Komm dafür in den Plié Squat. Halt deine Kurzhantel auf Höhe deiner Brust, schieb deine Knie nach außen. Komm über 90 Grad und heb dann im Wechsel einmal deine rechte und einmal deine linke Ferse nach oben an. Ganz wichtig dabei, halt deinen Rücken gerade, komm über 90 Grad und konzentriere dich auf eine langsame und kontrollierte Ausführung. Du machst es super. Sehr gut, aber wenn es brennt, bleib dran. Wir halten gemeinsam durch. 3, 2, 1 und absetzen. Puh, gut gemacht. Leg die Kurzhanteln kurz zur Seite und schenk da 20 Sekunden Pause, bis wir mit Step-Ups weitermachen. Komm dafür kniend auf die Matte, wobei der linke Bein vorne aufgestellt ist. Wir starten mit Step-Ups mit dem linken Bein vorne und wechseln bei der Hälfte zum rechten Bein. Verlagere beim nach oben kommen dein Gewicht etwas nach vorne, spann deinen Bauch fest an und spür, wie dein gesamter Unterkörper arbeitet. Wir sind schon bei der vorletzten Übung. Gemeinsam halten wir durch. Und wir wechseln die Seite. Hol nochmal alles raus. 20 Sekunden bis zur letzten Übung. Schau drauf, dass dein Knie mit deinen Fußspitzen eine gerade Linie bildet. Mit nach innen rotieren. 3, 2, 1.
Sehr gut. Und durchatmen. Schenk deinen Beinen nochmal eine kurze Pause, die letzte in diesem Workout, denn wir sind beim Endspurt. Und schenk ihm mit Curtsy Lunges unseren Beinen, unseren Waden und ein Stück weit auch unserem Po nochmal volle Aufmerksamkeit. Wir starten zuerst mit dem linken Bein und bei der Hälfte wechseln wir zum rechten Bein. Versuch nochmal alles rauszuholen. Denk an dein Ziel. Du machst das alles nur für dich und dass du dich in deinem Körper wohler fühlst. Also bleib dran, wir schaffen das. Nur 3, 2, 1 und wir wechseln die Seite. Die letzten Sekunden, bleib dran, wir schaffen das, sehr gut und durchatmen, yes, gut gemacht. Leg die Kurzhanteln zur Seite, locker deine Beine aus, schenk ihnen gerne eine kurze Massage und genieß dieses mega Gefühl. Wenn dir dieses Workout Spaß gemacht hat und vor allem auch gut getan, dann freue ich mich riesig über deinen Daumen hoch und lass mich gern in den Kommentaren wissen, wie dir dieses Workout gefallen hat. Und dann freue ich mich riesig, wenn wir uns in einem meiner nächsten Workouts oder meiner kostenlosen Workout-Programme wiedersehen.